Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal geht es um Pokémon und ihre Namen. Bestimmt habt ihr euch auch schon mal gefragt, falls ihr den Pokémon interessiert seid, woher kommen eigentlich die Namen der Pokémon und warum sind sie im Englischen, im Deutschen und was weiß ich überall in jeder Sprache unterschiedlich. Und genau das möchte ich in diesem Video mal erläutern und euch erklären, woher denn die Namen der Pokémon herkommen. Wir fangen dabei logischerweise mit dem ersten Pokémon im Pokédex an, nämlich mit Bisasam. Der Name Bisasam ist in drei Silben unterteilt. Bi, Sa und Sam. Wobei das Bi für die griechische Vorsilbe 2 steht und eine Anspielung auf seine Ambivalenz zwischen Tier und Pflanze sein soll. Die zweite Silbe, Sa, ist eine Kurzfassung für Saurier. Saurier sind sowas wie Tiere, ich denke aber, das weiß jeder. Die letzte Silbe, Sam, kann man sich eigentlich denken, steht für Samen. Die weitere Entwicklung von Bisasam, nämlich Bisaknosp, setzt sich ähnlich zusammen. Bisaknosp besteht diesmal aus Bi, Sa und Knosp. Wobei das Bi natürlich wieder für 2 steht, das Sa für Saurier und das Knosp diesmal für Knospe. Wie ihr vielleicht wisst, hat Bisaknosp eine Knospe auf seinem Rücken. Anders als Bisasam, der einen Samen auf seinem Rücken hat, deswegen auch der Name Bisasam. Die Endentwicklung von Bisasam ist Bisaflor. Dieser Name setzt sich ähnlich zusammen wie Bisaknosp und Bisasam. Das Bi und das Sa steht wieder für 2 und Saurier. Jedoch steht das Flor diesmal für Flora, was auf Lateinisch Pflanzenwelt bedeutet. Ich blende euch dann auch immer die jeweiligen Bilder von den Pokémon ein. Und ihr seht, Bisasam hat einen Samen auf dem Rücken, Bisaknosp hatte eine Knospe auf dem Rücken und Bisaflor hat diesmal eine Pflanze auf dem Rücken. Weiter geht's mit dem zweiten Starter der Kanto-Region, nämlich Glumanda. Glumanda setzt sich aus den Teilwörtern Glu und Manda zusammen, wobei Glu für Glut steht und Manda für Salamander. Jedoch wird das ER am Ende zum A, weil das eigentlich einfach schöner klingt. Im Englischen, also da heißt Glumanda Charmander, ist es ähnlich. Char heißt da nur brennen und Manda, auch von Salamander, ich weiß nicht, wie man das im Englischen ausspricht. Auf jeden Fall ist da ein ER statt im A genommen worden, was im Deutschen nie anders ist. Die zweite Entwicklung von Glumanda ist Glutexo. Da ist schon das ganze Wort von Glut drin, das Exo steht für Echse. Die Endentwicklung von Glumanda und Glutexo ist Glurak. Dabei ist wieder das Glut drin, also was für Glut steht, und dann das Rak noch, was in diesem Fall für Drache stehen soll. Das kommt aus dem Lateinischen, da heißt Draco, Drache. Und da ist das R-A-K zu erkennen. Das D wurde abgetrennt. Und genau, im Lateinischen wird Draco zwar mit C geschrieben, aber das C wurde hier mit einem K ersetzt. So, wir kommen zum dritten Starter der Kanto-Region, nämlich Shiggy. Ich denke, das kann man schon denken. Shiggy ist ja so ein schildkrötenartiges Pokémon, deswegen steht das Shi am Anfang für Schildkröte und das Gi ist relativ unklar, für was es stehen soll. Es wird vermutet, dass das GG einfach als Platzhalter dienen soll und das Y am Ende für Tiny. Die zweite Entwicklung von Shiggy ist Chillok. Dabei steht das Shi wieder für Schildkröte und das Lok wahrscheinlich für Locke, was eine Anspielung auf seinen Schweif sein soll, der ja so lockenförmig gewählt ist. Die Endentwicklung von Shiggy und Chillok ist Turtok, wobei das Turt wahrscheinlich für Turtle steht, was im Englischen Schildkröte heißt, und das Ok höchstwahrscheinlich für Lock. Das ist auch ein englisches Wort, das heißt sowas wie anvisieren oder fixieren. Das soll wahrscheinlich eine Anspielung darauf sein, dass Turtok aus seinen Schultern 2 Wasserkanonen hat, mit denen es halt Wasser schießen kann. Genau, das war's mit dem Video. Ich habe jetzt erstmal die drei Kanto-Starter und ihre Entwicklung genommen. Falls dieses Video ganz gut ankommt, dann werde ich auch einen zweiten Teil machen, wo ich dann halt im Pokédex vielleicht auch 9 Pokémon oder 10 Pokémon weitergehe. Ich habe jetzt die Pokédex Nummern 1 bis 9 gemacht und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt so ein Video mache, obwohl ich doch eigentlich eher Minecraft spezialisiert bin, ich möchte meinen Kanal ein bisschen umfangreicher machen, indem ich halt Minecraft und Pokémon mache. Ich mache jetzt schon seit knapp einem Monat noch ein Pokémon Let's Play. Und später möchte ich dann auch vielleicht noch ein bisschen auf Harry Potter eingehen, also ein paar Harry Potter Videos machen oder Harry Potter Content bringen. Schau mal, momentan bin ich halt relativ im Pokémon-Hype, deswegen ja, macht mir auf jeden Fall so ein Format relativ Spaß und ich würde sagen, das war's mit der Folge und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, haut rein und ciao.